Hallo Leute, heute sind wir noch in Erdingen. Ja, gut, scheiß drauf. Also nochmal von vorne. Hallo Freunde, heute sind wir noch in Erdingen. Darf nicht wahr sein. Hi Leute, heute sind wir noch in Endingen, schon der vierte Tag. Sind wir auf dem Stellplatz für die Mathilde, kann ich euch nur empfehlen. Und wunderbare Sanitäranlage. Der Stellplatz ist schon ganz klasse. Alles neu hier. Und wir sind jetzt am Sonntag hier, Sonntagmittag. Wir sind gerade fünf Wohnmobile, also wie gesagt, ist gar nicht überlaufen. Und morgen werden wir wahrscheinlich weiterfahren nach Breisach. Wenn wir mal Breisach anschauen, da fahren wir bis jetzt immer jedes Mal vorbei. Und wir werden uns melden. Aber wie gesagt, Endingen heißt es ja, nicht Erdingen. Endingen ist ein schönes Städtchen, altertümlich, aber ja, Frau sagt gerade, Ute sagt gerade, im einen liegt es, im anderen liegt es nicht. Mir ist sie gelegen, also ich bin schon Besseres gewohnt. Aber trotzdem ist eine Reise wert hier in den Kaiserstuhl. Und wie gesagt, morgen werden wir weiterfahren. Ja, jetzt noch den Stellplatz einmal noch aufnehmen, wo das genau ist. Auch die Sanitäranlage. Und dann bis später. Tschüssi. Hier haben wir den Stellplatz jetzt für die Mathilde in Endingen. Hier haben wir die V&E-Station. Im Vordergrund mit dem roten Hütle ist dann das Grauwasser und Toilette. Links davon kann man dann Frischwasser zapfen und hinten im Häusle ist dann die Abfallentsorgung, Restmüll, Biomüll und so weiter. Das Sanitärhäusle. Kommen wir da mit dem Code rein. Und da gehen wir jetzt noch einmal rein. Hier sind wir jetzt in der Spülbeckenabteilung. Dann geht es hier weiter. Da ist dann die Versorgung von Wäschetrockner und Waschmaschine. Hier, also alles picobello sauber. Dann geht es hier raus. Das ist dann der lange Gang. Da gibt es dann hier das WC für die Damen. Und dann auch für die Behinderten. Dusche, Rollstuhlfahrer, WC. Dann haben wir die Toilettenabteilung. Also, wie ihr seht, alles sehr sauber. Auch die Pissoirs sind sehr sauber immer. Dann geht es hier dann in die Toilette. Also, die Toilette sind etwas höher gesetzt wie die normale. Das merkt man gleich, wenn man drauf sitzt. Sind zwei Stück. Dann geht es hier weiter. Geht es hier rein, geht es hier weiter im Takt. Hier haben wir dann die Duschräume, also auch sehr sauber. Das ist dann die Duschzelle hier mit verstellbarem Kopf. Also alles picobello sauber hier. Dann auch hier.
zum Rasieren. Schöne Spiegel, große Spiegel. Und da davon, von den drei Duschzellen, gibt es 1, 2, 3 Stück. 1, 2, 3. Ist immer auf 19 Grad aufgeheizt, also ist nie kalt hier drin. Und hier geht es dann wieder zum Ausgang. So, zum Ausgang. Wie ihr seht, ist das ein wunderschöner Stellplatz hier. Also kann man nur empfehlen. Hier in den Reben ist schon mal der Traubenansatz. So fängt es an, ganz klein, wird dann immer größer. So sieht unsere Landschaft aus hier von dem Wohnmobil aus, von unserer Emma. Ich zeige es euch mal. Also total freie Stehe hier. Keiner vor uns, keiner hinter uns. Wir gucken voll in die Rebe rein. Da sitzt meine schöne Ute. Hallo Leute, schaut mal an, meine schöne Ute sitzt da vorne. Ja, wir können jetzt schon mal. Ui, was habe ich jetzt gemacht? Mal gespannt werden, ob das geht. Das riecht Mikrofon. Ja. Oder ist das? Ja. Sammy, das gefällt dir auch, gell? Deine Weinberge. Deine Weinrebe. Oh, da kann er rumsäuseln. Gell? Kannst du auf Mäuslejagd gehen? Hm? So, mein Schatz. Dann machst du jetzt Video oder machst du Bilder? Video. Ein Video. Mein Daumen. Ja, das ist alles. Also hätte ich das Mikrofon anders drum machen. Muss ich noch mal probieren, trotz anders. Nicht Mikrofon anders drum. Oh Gott, jetzt lacht. Nein, doch, das will ich jetzt. Das merkt ihr. Nein, nicht hit. Komm, leg dich lieber nach oben. Whee! So. Leise, so muss ich den Platz unterhalten. Wir zwei. Okay. Gute Macht. Zeig mal meine Faust. Ja. Also hier lässt sich schon aushalten. Gell? Ist einfach schön hier. Ja, und das Wetter hat auch mitgemacht. Ja, sehr schönes Wetter. Man geht einmal kurz Regen. War gerade mal eine Stunde lang. Aber sonst muss man sagen. Ja, und unsere Hundis fühlen sich auch wohl. Ja, und halt sehr gute Freiheit hier. Sauberer Platz, saubere ja. Sanitäranlage, leckerer Kuchen. Oh ja, vor allem gute Erdbeerkuchen gibt es hier. Und auch nicht so viel los. Ich habe gemeint, dass der Stellplatz, die Mathilde, oder wie das ist. Wahrscheinlich zu einem anderen Zeitpunkt. Ja. Mal ist, denke ich, mir stärker, mal schwächer, so wie. Bei anderen auch. Aber haben wir gut ausgewählt. Man kann hier viel unternehmen. Ja. Radfahren, wandern. Sich erholen vor allem. Ja. Doch. Und Leute sind alle sehr nett hier. Also gerade die Besitzer, also ganz, ganz tolle sehr Leute. Sehr freundlich, ja. Sehr freundlich und doch. Und vor allem halt auch sehr sauber, gell? Mhm. Was uns halt so gefällt. Gell, Sammy? Und ja. Halt noch viel Grün. Ja.
Das Einzige ist vielleicht dann im Sommer halt noch nicht so beschattet. Jetzt ist es noch nicht so tragisch um diese Jahreszeit. Ja, aber so wie ich gesehen habe, haben sie ja hier Bäume gesetzt. Ja, die brauchen halt einige Jahre. Ja. Und schon kann man sagen, ist rundum schön, gell? Ja, und vor allen Dingen abends sehr, sehr ruhig. Ja. Kann man nur empfehlen. Sehr schöner Platz. Okay. Man sieht sich. Und tschüss. Timmy. Ja, bleib schön da. Schön da bleiben, ja. Wer weiß, wie lange man es noch habe. Ja. Aber halt es gut durch. Also, muss ich schon sagen, du, für seine 16,5. Dass er den Sturz unbeschadet überstand hat. Ja. Ja. Hey, Timmy. So ist es. Meine zwei. Woody und der Sammy. Heute Abend haben wir einen wunderschönen Sonnenuntergang. Einfach traumhaft schön. Mega stark, sagen wir dazu.